Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. Heute aus der Hauptstraße, wo wir gerade unterwegs sind und nämlich einen Infostand haben, gemeinsam mit dem Landratsamt, denn wir wollen das neue Kreishaus in Künzelsau bauen und den Stadteingang umgestalten. Und auch ihr könnt eure Ideen mit einbringen. Bis 12 Uhr sind wir noch hier vor Ort, also schaut gerne vorbei. Und falls ihr nicht vorbeischauen könnt, dann schaut auch auf unsere Beteiligungsplattform Civocracy. Über künzelsau.de findet ihr den Weg dorthin. Auch dort könnt ihr dann Informationen zum Stadteingang erhalten und auch euch eure Ideen ja dort einbringen. Und dann feiern wir heute 50 Jahre Hohenlohe-Kreis. Das Motto ist ja zusammen gewachsen. Im Kamen-Wirth-Forum ist oben heute der Festakt und wir gratulieren ganz herzlich unserem Hohenlohe-Kreis. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren und auf weitere 50. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Projekte. Und gemeinsam geschafft hat man auch den Stadtwald-Trail. Der ist oben auf den Taläckern entstanden, im Stadtwald. Und wenn ihr letzten Sonntag nicht dabei wart bei der Eröffnung, dann schaut doch jetzt mal in den nächsten Tagen dort vorbei mit eurem Bike. Ist richtig cool geworden und wir sagen herzlichen Glückwunsch, ein richtig tolles Projekt aus dem Künzelsauer Bürgerbudget. Und auch da könnt ihr euch beteiligen, denn die nächste Projektrunde, die läuft schon bis zum 14. Mai, könnt ihr eure Projekte online stellen und euch bewerben. Und wenn ihr Fragen habt, dann kommt doch gerne auf euch zu, auf uns zu, nicht auf euch. Ihr bringt die Ideen und wir unterstützen euch dabei und gemeinsam wird was richtig Cooles draus. Nächsten Dienstag ist dann noch Figurentheater in der Stadthalle, gibt zwei Vorstellungen, vormittags und nachmittags. Vormittag gibt es nur noch ein paar Tickets, nachmittags um 16 Uhr gibt es vielleicht noch ein paar mehr. Also schaut auch da gerne vorbei. Und dann noch einen kurzen Rückblick auf die letzte Gemeinderatssitzung. Da haben wir uns vor allen Dingen darüber unterhalten, wie geht es denn weiter mit unseren Kindergärten und wie sieht es aus mit Familienzentrum? Was sind so Begrifflichkeiten, die da zu klären sind? Und wir haben uns gemeinsam verständigt mit dem Gemeinderat, dass wir Kiefahrts Kinder- und Familienzentren bauen und dass wir aber gleichzeitig auch Wert legen auf größere Einheiten, also Stadtteil- und Familienzentren, die zum Beispiel auf den Taläckern oder in Geisbach entstehen wollen, wo wir nicht nur Angebote machen wollen bis zum Schuleintritt, sondern tatsächlich von 0 bis 100 oder darüber hinaus. Wir wollen ja alle aktiv, länger, fit und alt werden. So, genau. In diesem Sinne ganz schön viele Informationen. Vielleicht noch ein Fakt zur Kochertalbahn. Kochertalbahn, wir sagen auch weiterhin Kochertalbahn, weil die Chancen sind nämlich richtig gut. Die Studie ist ja im Landkreis vorgestellt worden bei der letzten Kreistagssitzung und wir haben, sind deutlich in der Wirtschaftlichkeit und deshalb müssen wir jetzt praktisch alle zusammenhalten und dafür sorgen, dass wir dann wirklich auch in die nächste Stufe gehen. Das wäre dann die standardisierte Bewertung. Und da lassen wir euch über die nächsten Künzelschauen immer mal wieder weitere Informationen zukommen. So, mit diesen vielen Informationen wünsche ich euch ein herrliches Wochenende. Bis bald.